So, nun nochmal herzlich willkommen zum zweiten Tag der Smart Country Convention. Ich bin Tutinia Hörner und ich freue mich, dass Sie so früh am Morgen so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, Sie haben sich schon einen Kaffee geschnappt, denn es geht hier auf der Bühne direkt schon los. Wir hatten gestern ganz, ganz spannende Vorträge über KI, über Nachhaltigkeit, über Digitalisierung und die digitale Souveränität. Auch heute lässt das Programm was da. Ich freue mich über das Thema Smart Energy, über die Gigabit-Strategie, über die weibliche Perspektive auf die Digitalisierung und internationale Beispiele zu Smart Cities. Also ganz, ganz viele spannende Beiträge. Doch bevor es international wird, möchten wir einmal gerne national schauen. Und ganz konkret möchten wir uns jetzt im nächsten Beitrag anschauen, wie viel Briefe denn die öffentliche Verwaltung eigentlich verschickt. Und damit wir uns am Morgen etwas aktivieren, würde ich vorschlagen, wir machen eine Schätzaufgabe draus. Das heißt, meine Frage an Sie: Was ist Ihre Vermutung, wie viele Briefe versendet denn die öffentliche Verwaltung jährlich als Brief? Einfach gern mal eine Zahl reinrufen. 160 Millionen? 500 Millionen? 7 Milliarden? Großes Gelächter zu 7 Milliarden. Ich verrate die Zahlen nicht, doch ich freue mich, dass unser nächster Speaker das Ganze auflösen wird. Und zwar heißt er Josef Schneider und ist der Geschäftsführer von HPC Dual und wird uns nicht nur erzählen, wie viele Briefe jährlich versandt werden, sondern auch, was wir dagegen tun können. Ein Applaus bitte für Herrn Schneider. Vielen Dank für die Anmoderation und wie Sie an meiner Stimme hören können, ist es ja doch international, nicht? Weil ich komme aus Österreich. Und von daher freue ich mich, dass Sie da sind und dass wir uns zu der Zeit schon über ein paar Zahlen unterhalten können. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche großartigen Digitalisierungsthemen, über KI, über Blockchain oder sonstige Dinge, sondern ich versuche Ihnen ein bisschen einen Hintergrund zu geben, dem Thema Transformation, wie wichtig das ist für bestimmte Prozesse. Wir haben, glaube ich, alle, ganz egal, ob das jetzt uns als Verbraucherinnen betrifft, ob es uns als Unternehmerinnen betrifft, ob es uns als Verwaltung betrifft, öffentliche Verwaltung betrifft, jede Menge Möglichkeiten, Prozesse zu transformieren, wo wir gesagt haben, das machen wir so, weil wir das immer schon so gemacht haben. Und ich glaube, dass der Prozess, über den ich heute sprechen möchte, über das Thema Briefversand, ein Prozess ist, der ein bisschen vernachlässigt wird, weil das eh schon immer so gemacht wurde und weil wir das eben mal schon so gemacht haben und wir da gar nicht großartig nachdenken darüber, welche Möglichkeiten es denn gäbe, hier auch ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit beitragen zu können. Wer war das mit den 7 Milliarden? Ja, war richtig gut. Weil Sie es wissen, oder? Genau, ich bin in der öffentlichen Verwaltung auch für genau den Bereich zuständig. Aber Sie sind nicht der alle 7 Milliarden verschickt, oder? Nein, das sind wir nicht. Ja. Also 7 Milliarden Briefe, 6,5 Milliarden Briefe jedes Jahr. Und wenn man diese 6,5 Milliarden Briefe aneinander reihen würde, würde das eine Strecke ergeben von 1,8 Millionen Kilometern. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Und das jedes Jahr. Und da geht es ja nicht nur um das Thema, dass wir 6,5 Milliarden Briefe produzieren pro Jahr, nur die öffentliche Verwaltung und nachgelagerte Dienststellen etc., sondern dass wir damit ja auch Aufwand verursachen und wir verursachen damit natürlich auch Belastung für das Klima. Wir haben 2022 6,5 Milliarden Briefe verschickt und damit ein Porto verursacht von rund 5 Milliarden Euro. 5 Milliarden Euro, da kann man viel tun, oder 4,9 Milliarden Euro. Ich habe versucht, Ihnen da immer so Beispiele dazu zu geben, damit man das auch veranschaulichen kann. Was kann man mit 4,9 Milliarden Euro anstellen? Also was man sich kaufen kann um 4,9 Milliarden Euro, jeder Einzelne, ist schon klar. Aber um ein Beispiel zu geben, dass wenn wir Dinge verlagern von
analoge Prozesse in digitale Prozesse, dass wir da alle was davon haben, auch als Gesellschaft. Um 4,9 Milliarden Euro könnte man beispielsweise 2,5 oder 2500 Kilometer Schiene kaufen. Ja? Das heißt, das Bahnnetz jedes Jahr um 2500 Kilometer ausbauen. Das könnte man mit 4,9 Milliarden Euro machen. Haben Sie gewusst, dass diese 6,5 Milliarden Briefe 32.000 Tonnen CO2 verbrauchen oder verursachen? 32.000 Tonnen CO2. Auch hier wieder ein kleines Beispiel dazu. Eine Buche braucht 80 Jahre, muss 80 Jahre lang wachsen, damit sie eine Tonne CO2 absorbiert. Ja? Sie müssen 5000 Kilometer mit Ihrem Pkw fahren, damit Sie eine Tonne CO2 verbrauchen. Ja? Oder für 32.000 Tonnen sind es 160 Millionen Kilometer, die man mit dem Auto zurücklegen muss. Jedes Jahr. 99,9% aller Briefe, nämlich dieser 6,5 Milliarden Briefe, haben digitalen Ursprung, kommen aus irgendwelchen Fachanwendungen, aus irgendwelchen E-Aktensystemen. Wir haben da die Rubicon da, wir haben die Fabersoft da, wir haben Optimal Systems, glaube ich, auch da. Das sind alles E-Aktenhersteller in Deutschland, wo es Schnittstellen gibt, die Schnittstellen bereitstellen, wo es Fachanwendungen gibt, die Schnittstellen bereitstellen. 67 Millionen Menschen in Deutschland haben Internetzugang. Und wenn jemand Internetzugang hat, dann kann man davon ausgehen, dass der auch irgendwie digital erreichbar ist oder elektronisch erreichbar wäre. Aber es werden trotzdem täglich 65 Millionen Briefe in 82 Briefzentren der Deutschen Post verarbeitet. Täglich 65 Millionen Briefe. Jetzt, wenn man schnell ist im Kopf und 65 Millionen mal 365 multipliziert, dann kommen da viel mehr raus. Das ist das gesamte Briefvolumen in Deutschland. Diese 6,5 sind eben nur der Teil, den die öffentliche Verwaltung verschickt. Wer hat denn von Ihnen das letzte Mal oder wann von irgendeiner Telefonzelle jemanden angerufen? Niemand? Warum nicht? Deshalb. Ne? Jeder hat ein Smartphone. Mit dem Smartphone können wir nicht nur telefonieren, aber wir können damit uns vernetzen. Wir können E-Mails schreiben, wir können unseren Kalender pflegen. Wir können soziale Netzwerke bedienen. Wir können ganz, ganz viele Dinge tun mit dem Smartphone. Wir können fotografieren. Wir können uns ausweisen damit. Wir können digital signieren damit. In Österreich haben wir sogar den Führerschein auf dem Smartphone, also die Lenkerberechtigung. Warum müssen wir dann immer noch jeden Tag 65 Millionen Briefe zur Post bringen? Also da gibt es schon viel Potenzial und viele Möglichkeiten, die wir da tun können. Und wenn man sich dann anschaut, wie diese 65 Millionen Briefe verarbeitet werden täglich. Ja? Wie, kennen Sie das? Das ist ein Bild, das man in der Schule herzeigt, das man den Schülern zeigt, wie so ein Brief, der Lauf des Briefes ist. Gebe Ihnen ein Beispiel. Irgendwo wird der Brief verarbeitet, wird der Brief geschrieben, wird auf dem Drucker ausgedruckt, wird einkuvertiert, wird dann zum Postamt gebracht oder in den Briefkasten geschmissen. Dann kommt der kleine LKW, der bringt es dann zum Briefzentrum. Von dort wird er dann sortiert. Nehmen wir an, weil ich mir das Beispiel rausgesucht habe, Sie wohnen in Flensburg. In Flensburg ist das Verteilzentrum, das Postverteilzentrum, eins dieser 82 in Deutschland, in Kiel. So, das sind 100 Kilometer.
Wenn Sie jetzt in Flensburg in einer öffentlichen Verwaltung arbeiten und einen Brief von Flensburg nach Flensburg schicken, weil die Bürgerin oder der Bürger ja in Flensburg wohnt, dann geht der Brief 100 Kilometer weit nach Kiel, kommt dann, wird dort auf Kiel aussortiert und geht dann wieder 100 Kilometer zurück nach Flensburg. Und dann wird er zugestellt. Also das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben ja gehört, 99,9% der Briefe haben digitalen Ursprung. Das heißt, wir machen was digital analog. Ja, was passiert dann, wenn der Brief zugestellt wurde? Dann wird der geöffnet und dann wird er weggeschmissen, kommt er ins Altpapier. Oder er wird geöffnet und noch viel schlimmer, er wird dann wieder gescannt. Das heißt, er wird dann gescannt und wieder digital gemacht. Wie bescheuert ist das? Macht keinen Sinn. Aus meiner Sicht. Was dazu auch noch zu bedenken ist, dass ja in den, nicht nur in den öffentlichen Verwaltungen, sondern das geht uns ja, glaube ich, überall so, egal ob öffentliche Verwaltung oder Unternehmen, einfach die Leute fehlen. Die wollen das nicht machen. Die gehen in Pension. Wir haben jetzt gerade die Babyboomer gehen alle in Pension. Das heißt, das fehlt von vorne und hinten und neue Leute kommen nicht nach. Also wer macht es dann? Damit Sie sehen auch, dass das nicht alles Humbug ist, dass ich Ihnen da erzähle, dass das eine fundierte Basis ist. Wir haben mit der HPC Dual Schweiz, wir machen unser Thema Briefpartner in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Wir haben einen Studienauftrag gegeben und hier sehen Sie, wir haben verglichen. Oh, sorry. Ja. Und wir haben verglichen einen digitalen Brief versus physischen Brief. Und hier sehen Sie die Emissionen, die diese Briefe erzeugen. Also digital 12 Gramm CO2 und gemittelt fast 50 Gramm CO2. Wir können je Prozent, dass es uns gelingt, diesen physischen Briefversand zu digitalisieren, je Prozent 243 Tonnen CO2 sparen, jedes Jahr. Und ich sage ein Beispiel aus Österreich. Wir haben in Österreich querbeet, also Bund, Länder, Kommunen, einen Durchschnitt von rund 30% digitalen Anteil mittlerweile an digitalen Briefen. Das heißt, 243 Tonnen je Prozent digitalen Empfänger, die ich erreiche. Und eine Einsparung von 25 Millionen Euro pro Prozent. Das ist jetzt, also das kostet nicht nichts, ein digitaler Brief, wie Sie ja wissen, wahrscheinlich von der E-Mail, sondern es kostet auch was, aber das ist die Ersparnis, die man sich halt, die halt rauskommt, wenn man digital statt physisch verschickt. Also 25 Millionen Euro pro Prozent. Was ist das Ziel mit dem Briefbutler? Der Briefbutler ist eine Software, die wir entwickelt haben, die wir in versendende Applikationen installieren, andocken, ob das jetzt eben Fachanwendungen, E-Aktensysteme sind, wo wir ganz einfach hergehen und sagen, wir bieten nicht nur die Technologie, sondern auch ein Konzept dazu. Wie komme ich denn in möglichst kurzer Zeit zu möglichst vielen digitalen Empfängern? Das heißt, wie incentiviere ich meine Bürgerinnen, meine Bürger, meine Kundinnen, meine Kunden dazu zu sagen, okay, ich möchte das Ding digital haben. Wir brauchen nicht überall technisch so hoch springen, dass ich überall eine EID brauche, um jede einzelne Sendung abzuholen, weil 90% aller Briefsendungen nicht nachweisliche Sendungen sind. Standardbriefe in einem Fensterkuvert und da reicht mir, wenn ich einen Bürger, eine Bürgerin habe, einen Bürger habe, der sagt, okay, das ist meine elektronische Adresse, an die möchte ich meine digitale Post haben. Es geht um die Effizienz in diesen Prozessen. Ich glaube, es ist nicht viel dazu notwendig. Man muss sich es halt mal vor Augen führen.
Man muss sich halt mal überlegen, welche Prozesse habe ich in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in Unternehmen, die ich tatsächlich automatisieren kann. Wo macht es Sinn, ja, und wo habe ich kaum Aufwand damit? Weil das Thema Briefversand, das möchte eh keiner machen. Niemand steht gern 4 Tage lang am Netzwerkdrucker, druckt, kuvertiert, lässt es durch die Frankiermaschine rattern und bringt es dann zur Post. Mag niemand machen. Und wir wissen ja, es gibt ja die Leute auch bald nicht mehr, die das tun könnten. Wir wollen Kosten sparen durch die Reduktion von Papier, Transportwegen und Porto. Drucken, kuvertieren, Postaufgabe ist nicht die Kernkompetenz einer öffentlichen Verwaltung. Und wenn man schon nicht digitalisiert, dann kann man es zumindest auslagern. Das können andere viel günstiger und viel besser. Und letztendlich geht es darum, einen Beitrag sowohl ökologisch mit der Einsparung dieser 300 Tonnen CO2 und natürlich auch wirtschaftlich mit der Einsparung von 25 Millionen Euro Porto pro Jahr einen Beitrag zu leisten. Wir können diese Ersparnis, diese CO2-Ersparnis, können wir, wenn Sie, keine Ahnung, Sie verschicken 100.000 Briefe im Jahr, dann liefern wir Ihnen zurück in Ihre Systeme, ja, wie viel habe ich mir erspart. Und Sie haben hier auch Informationen für Nachhaltigkeitsberichte, die zwar jetzt noch nicht verpflichtend sind für die öffentliche Verwaltung, aber das wird kommen. Und ich glaube, es ist die Summe der Dinge zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Klimaschutz. Es ist die Summe der Dinge und der Briefversand ist ein Beitrag dazu. Und ich lade Sie alle ein, hier teilzunehmen und mitzumachen, denn ich glaube, nur gemeinsam kann uns das gelingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schneider, für diesen wirklich lehrreichen Vortrag. Ich nehme für mich mit, fast 5 Milliarden Euro Ausgaben an Porto jährlich. Das wären 2500 Kilometer Schiene pro Jahr, eine Zahl, die ich nicht so schnell vergessen werde. Genau. Vielen, vielen Dank. Sie stehen noch für Fragen zur Verfügung, richtig? Also falls es Fragen gibt, dann wird Herr Schneider hier um die Ecke stehen. In diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schneider. Sehr gerne. Wir haben auch einen Stand 502. Also wenn es Infos braucht, sehr gerne. Vielen Dank. Danke. So, wir...